Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem Meisterkonzert in der Villa Sachsen in Bingen. Wir streamen dieses Konzert aus den bekannten Gründen und übertragen es im Auftrag der Stadt Bingen und der Villa Musica. Villa Musica ist eine Landesstiftung Rheinland-Pfalz. Sie fördert junge Profis unter den Klassiknachwuchs und ermöglicht ihnen in Schloss Engers in der Kammermusikakademie während 3 Jahren mehrmals Kurse mit herausragenden Dozenten zu haben und anschließend zu Konzerten ins ganze Land zu fahren. Die Freunde der Villa Musica, deren Vorsitzende ich bin, verleihen alljährlich den Villa Musica Stern an eine herausragende Stipendiatin. Mein Name ist Barbara Hanschwiger, ich lade Sie ein in die Villa Sachsen. Der Stern Villa Musica 2021 geht an Shira Mayoni aus Israel. Wir werden uns später unterhalten, Sie werden sie genauer kennenlernen. Zunächst Musik. Begleitet von dem renommierten Pianisten Paul Rivinius aus München spielt sie ein Stück ihres Landsmannes Ödön Pátos. Der Name sagt es, Ödön Pátos kommt aus Ungarn. Er hat in den 1920er Jahren in Berlin gelebt, dort von der Geige aus ein jüdisches Orchester geleitet. Er ist 1938 emigriert nach Israel und hat dort 1947 nach dem Zweiten Weltkrieg das Stück geschrieben, das Sie jetzt hören, Yishkor in Memoriam. Es ist benannt nach dem jüdischen Trauergottesdienst. Lassen Sie sich ergreifen. Thank you.
Was für ein wunderschöner, satter Bratschenklang. Shira Mayuni ist der Villa Musica Stern 2021 und am Flügel ist Paul Rivinius, ein allseits gefragter Kammermusikpartner. Beide haben sich in München kennengelernt. Shira war dort in München auch schon mal für 1,5 Jahre Orchestermitglied, aber dazu später. Jetzt spielen die beiden von George Enescu, dem bedeutendsten rumänischen Komponisten, seine Pièce de Concert, einfach ein Konzertstück von 1906. Enescu ist bei uns in Deutschland hauptsächlich bekannt als Lehrer von Yehudi Menuhin. Aber dass er ein bedeutender Komponist ist, das haben zuerst die Franzosen entdeckt. Dort hat er nämlich bei Massenet studiert. Und er war in einer Jury am Pariser Conservatoire und hat dort ein Examensstück abgeliefert, nämlich das, was wir jetzt hören. Und er hat es dem damaligen Bratschenprofessor Théophile Laforgue gewidmet. Und das ist insofern bedenkenswert, als es eine Bratschenklasse erst seit 1894 in Paris am Konservatorium gab, eine Geigenklasse schon 100 Jahre früher. Wir werden nachher mal hören, wie Shira Mayuni mit diesem unterschätzten Instrument der Viola zurechtkommt und vor allem, wie sie mit den Musikerwitzen zurechtkommt, die über die Bratsche gemacht werden. Thank you.
Thank you.
So, jetzt müsste ich wissen, wie das bei der Oscar-Verleihung ist mit dem Preis. Erstmal willkommen, Professor Alexander Hülshoff. Er ist der künstlerische Direktor der Landesstiftung Villa Musica Rheinland-Pfalz. Herr Hülshoff, Sie haben Shira Mayoni ausgesucht für den Stern Villa Musica. Warum gerade Sie unter 80 Stipendiaten und Stipendiatinnen? Ja, zum einen ist die Vergabe, die Verleihung des Stern Villa Musica immer meine Lieblingsaufgabe im Jahr. Und mit dem Stern Villa Musica, der ja von den Freunden der Villa Musica gesponsert wird, zeichnen wir ganz besondere Stipendiaten, Stipendiatinnen aus der Villa Musica, die über die Zeit von 3 Jahren bei unseren herausragenden Kammermusikprojekten sich ganz besonders ausgezeichnet haben. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, was ihre instrumentale Fähigkeiten zu tun haben, natürlich ihre musikalische Stärke, ihr authentisches Interpretieren von Werken. Und das hat aber auch, und das ist uns sehr wichtig, damit zu tun, dass sie eben bei der Arbeit, bei den Proben bei uns in der Kammermusikakademie Schloss Engers eben eine zentrale Rolle einnehmen in dem Vermitteln von Interpretationen, das Aufnehmen von Ideen und das Miteinander, das, was die Villa Musica so stark macht, also mit unseren internationalen Dozenten und eben unseren Stipendiaten, Stipendiatinnen, dass das eben zusammenkommt. Und da hat sich die Shira in den letzten 3 Jahren ganz hervorragend gezeigt bei uns. Sie hat bei so tollen Projekten mitgemacht wie mit Pinkas Zuckermann. Das war für mich eines der ganz großen Highlights, aber natürlich noch ganz viele Projekte daraus. Und sie hat auch das Land Rheinland-Pfalz, würde ich mal sagen, doch auch stark musikalisiert, denn sie war in allen Ecken von Rheinland-Pfalz, in jeder schönen Kirche oder auch wie hier in der Villa Bingen. Wir haben ja ganz großartige Konzerträume hier für Kammermusik in Rheinland-Pfalz, hat sie eben das Land bereichert und hierfür eben auch die Auszeichnung Villa Musica Stern 2021. Herzlichen Glückwunsch. Also nicht nur eine Urkunde gehört zum Preis, sondern natürlich auch eine Trophäe. Shira, for your window board. Thank you very, very much. Vielen Dank. What's your comment? Also ich bin sehr froh und dankbar. Ja, I'm very honored. Shira Mayoni ist in Italien geboren. Warum, das hören wir noch im Interview. Sie lebt in Israel, hat auch einen israelischen Pass, war dort in der Army. Und ihr sind die israelischen Komponisten ganz wichtig. Wir haben schon Ödön Pártos gehört. Er war der bedeutendste Komponist Israels der ersten Generation. Und jetzt hören wir etwas Zeitgenössischeres. Es ist nicht mehr ganz so harmonisch, es ist ein bisschen anstrengender zuzuhören, man muss sich darauf einlassen. Ein Stück von Jechezkel Braun, 1973 komponiert, Jesters Lament, also Jesters Klage.
So, jetzt wollen wir aber mal die Preisträgerin der Villa Musica kennenlernen, Shira Maioni. Sie kennen keinen Bratscherwitz, haben Sie mir gesagt. No joke with your instrument. I repressed all those. I refused to participate in that party. Sie will sich gar nicht da runterziehen lassen. But you know that people say, that violinists say, you are lazy, you have not much to do, your instrument is not important, also die Bratsche ist überhaupt nicht wichtig. They're just jealous. Sie sind eifersüchtig. Eifersüchtig, genau. Auf den schönen, warmen Klang. Genau. Die Bratsche, ja, sounds a bit like cello. It's a wonderful instrument. It's a mix of the low range and the high range. It has both qualities. But what is the difference to play a violin? You did it when you were a child. Yeah, I started on the violin. And to play viola. At the first glance, it doesn't look very different. I mean, there's no difference in posture. It's the same posture, yeah. But it's a heavier instrument. That the tone production is different. You have to. Ist größer, yeah, und Sie müssen mehr Druck ausüben auf die Saite. Die Klangerzeugung ist anders. Yeah. Sie sind ja nicht die erste Bratschistin, die einen Preis bekommen hat oder mit der spreche. Ja, insofern weiß ich es ein bisschen. Yeah. Sie sind in Deutschland seit 2016. Mhm. Aber Sie sind als Kind italienisch aufgewachsen. Mhm. Dann Israel, genau. Hebräisch. Hebräisch, ja, meine Mutter. Also der Vater ist Italiener. Ja. Die Mutter ist Israelin. Er kommt aus Israel und ja, ich spreche beide Sprachen. Warum sind Sie in Florenz geboren? Weil einfach, also mein Vater kommt aus Italien und er hat in die Orchester gespielt. Er spielt Kontrabass? Kontrabass, ja. Und war Kontrabassist. Und die Mutter ist eine Komponistin? Komponistin, ja. Ja. Mhm. So, mit 12 Jahren nach Israel und dann zum Studium als erstes. Ja, what was your exercise and your education as a musician in Israel? I went to a art school from middle school already. Mm-hmm. So, also gleich schon eine Schule, die... From 12, yeah. Vom 12. Lebensjahr an die Musik mit befördert hat. Genau. Ja. Und dann in den High School, the same thing, Telmelin High School. And then I did my bachelor degree at the same time as I did the army in Israel, in Tel Aviv. And then from then I went to Boston for my Kommen master's. Wir gleich drauf. Bei der Armee in Israel, ja, heute haben wir auch weibliche Soldatinnen. Das war für uns ja noch was Besonderes, immer wenn wir die israelischen Frauen gesehen haben, früher in meiner Jugend. Und wie weit mussten Sie an der Waffe arbeiten oder durften Sie Musik machen in der Armee? Also, did you play in a band, in an army band? In ein Streichquartett. Ja. Army string quartet we played, yeah. Yeah. 1 year. And then the other year I was working in an office, production office. But it's possible to keep playing. And I mean, it's more difficult because your day is very unpredictable. You have to go to the army base. You have to do basic training. Grundausbildung muss sein. Ja. But it's easier for musicians. I had a special status. So I had some, more free time to practice and so have my lessons. Yeah. But it's 2 years, so it's not very... Und warum Musiker nach Deutschland gehen, das wissen wir ja, weil sie es für das Mekka der klassischen Musik halten. Aber warum nach Boston? Boston has a very, very good music conservatory. It's called the New England Conservatory of Music. And one of the best viola teachers in the world teaches there, Kim Kashkashian. Wonderful, das war also der Lehrer wahrscheinlich, der sie dorthin gezogen hat. Wonderful violist, wonderful teacher, very good 2 years. Yeah. And you were not afraid in your young age to go to America alone? No, not at all. No. So, und das war dann nochmal ein Abschluss in Boston. Mm-hmm. Master. Das Master. Mm-hmm. Und
dann nach Berlin, zu Barenboim. Ja, es gibt diese neue Akademie, die Barenboim Akademie. Das ist eine besondere Akademie. They combine humanities studies and musical studies. So I did a postgraduate there, one could say. Artist Diploma. Do yeah. musicians never finish their studies? You are 31. 31 Jahre. Well, I finished a bit earlier, but it's possible, but no, I managed before my 30s to finish the studies. Yeah, yeah, yeah. But you want to become perfect. Yeah. And Villa Musica is eine Station, mm-hmm. um sich noch zu verfeinern, zu vervollkommnen. Mm-hmm. What did Villa Musica give you in the last 3-4 years? What mm-hmm. did you learn there? It's only chamber music. Yeah, it's only chamber music, but it's so much already. I mean, chamber music involves everything, communication, interpretation. You have to interact with a lot of people that come from different places. You have to learn how to be flexible, how to adapt, but also to keep your own voice. And it's Villa Musica. I had so many wonderful experiences actually so far. I remember, for instance, we went to Lvov together. That yeah. was a wonderful one. That was actually with orchestra. It wasn't chamber. We also had chamber yeah. music there. Yeah, also Villa Musica macht ja Kammermusik im ganzen Land, Rheinland-Pfalz. Mm-hmm. Immer eine Woche ist Studium yeah. oder Einstudierung eines Programms yeah. zusammen mit einem erfahrenen yeah. Dozenten. Und dieses Programm wird dann an 3 Tagen am Wochenende an verschiedenen Orten in Rheinland-Pfalz mhm. aufgeführt. Also Villa Musica versorgt das ganze Land mit hochklassiger Musik. Aber es gab eben auch mal einen Auslandsaufenthalt in die Ukraine. Mhm. Die Freunde der Villa Musica waren mitgereist. Ja. Nach Lemberg heißt mhm. es auf Deutsch, ist an der polnischen Grenze, Lviv. Mhm. Und es ist eine österreichische Stadt, eigentlich von der Architektur ganz wunderbar. In Kiew mm. waren wir auch. Ich mm. weiß gar nicht, ob ihr mit wart, ihr Musiker in Kiew. No. Ja. So, also das sind die Erfahrungen. Aber Sie kommen ja auch alleine weit herum als Musiker. Wie haben Sie denn überhaupt Ihren Lebensunterhalt verdient? Villa Musica doesn't give money. It's only education yeah. and training. Well, I mean, I had already concerts in a way. I mean, my career has already started before, and I was lucky enough to have festivals and concerts to be able to maintain myself, and stipendiums and things like this were very helpful. Also immer während des Studiums schon parallel Konzertauftritte yeah. und damit. It's normal. Most of yeah. us do it like this. And mm-hmm. one thing I wanted to say that is very special about Villa Musica that I think is different from normal chamber music festivals, that you have really a whole week or at mm-hmm. least 4 days of yeah. really from morning to evening, all you have to think about is the music, and you really can go deep into the program. And because, you know, we have the restaurant for the meals, and we have a bed, you know, everything is taken care of. All we mm-hmm. need to do is think yeah. about the music, and this is a big luxury, because normally you don't have so much time to rehearse. Mm-hmm. That was what's so interesting. You learn really a lot like this. You go. Also das ist etwas, was ja auch Kollegen sagen. Yeah. Wirklich eine Woche konzentriert nur bei der Musik zu sein yeah. und dann auch den Austausch haben mit dem Dozenten. Das yeah. sind ja teils Solisten, yeah. erfolgreiche Solisten oder auch Kammermusiker oder auch Stimmführer aus Orchestern. Mm-hmm. Und dieser Erfahrungsaustausch und dann das auch Auftreten in verschiedenen Situationen, das mhm. Stück 3-mal hintereinander, dasselbe Programm ja. Zu ist abproben. Auch gut. Ja. Special experience. Ja. Ja. Aber Sie haben ja auch schon in Orchestern gespielt. Sie leben in München. Ja. Sie haben Paul Rivinius, Ihren Klavierbegleiter, mhm. in München kennengelernt. Sagen Sie doch mal etwas zu ihm, damit wonderful. Er nicht ganz hier unter yeah, den Tisch fällt. A wonderful pianist and wonderful chamber music partner. So easy to play with. Just everything happens by itself. You don't need to talk too much. It's just natural interaction. He also lives in Munich. Wir haben ein paar Konzerte
Kammermusikkonzerte zusammengespielt in Freiburg, I think, and then bei dem Münchner Philharmoniker zusammen auch. Ja, he played in the orchestra. Yeah, so I had a temporary contract. Ja, also Sie hatten einen Zeitvertrag für 1,5 Jahre bei den Münchner Philharmonikern. Das ist ja eigentlich ein Traum. Yeah, und der wurde durch Corona beendet? Oder? No, it was temporary from the beginning. But yeah, Corona was a big surprise for everybody, so we didn't plan on that. So. Wie viele Konzerte sind ausgefallen, were cancelled? I don't want to think about it. Too many. A lot. Orchestra, chamber music, just, yeah. Some survived, and that, you know, some Villa Musica concerts survived, and that, you know, kept us going. Wir hatten noch mal die Möglichkeit, so im Sommer, im August, Konzerte zu hören, und dann war wieder Lockdown. Yeah, and some streaming, but we really, I think all of us can't wait to go back to having some live interaction with public and... Ja, und wovon träumen Sie jetzt? Was möchten Sie machen? Also, are you jealous about violinists who can become a star? Is it possible with Viola? It's possible. These days there are wonderful violists like Antoine Temestit or Nils Mönkemeyer. Yeah, it's possible. I mean, it's more and more possible. It didn't used to be, but... not everybody wants to do that. And for me, it was very clear from the beginning that, I mean, I did a little bit, not much, and I enjoy it, but nothing comes more natural to me than chamber music. It's just so clear to me that this is... You want to be in a team. I want to be in a part of a team, exactly. You so are a soloist in a team? You have also, you have to be a strong character and you have to have a voice and have an idea. You don't just blend in and do nothing, but I don't know, for me it's just But you are not alone and not lonesome. No, I don't like that. And you are traveling. No, I don't like that. Yeah. And always being the center of attention. It's so much responsibility and it's not... I love the fact that with the viola especially you come in and out of the spotlight, you know? Yeah. You have a melody suddenly, a beautiful melody, and then you go back and you are a supportive player. Ich glaube, das versteht man, Man ist mal so, man nimmt sich zurück. Und Kammermusik, also Streichquartett, ist, hat Goethe gesagt, wie ein Gespräch unter 4 vernünftigen Leuten. Mm-hmm. Jeder kommt dran, es wird diskutiert. Einer nimmt sich zurück, einer führt das große Wort und sowas, Und wir Deutschen, wir bewundern Israel im Moment so sehr, weil es dort mit den Impfungen so gut gelaufen ist. Und stimmt. Du wirst jetzt nach Hause fahren morgen, und deine Impfung bekommen. Und hoffentlich meine Impfung bekommen. Es ist nicht so clear nicht so einfach. Aber mit Quarantäne. Mit Quarantäne, 2 Wochen oder 10 Tage, Also nicht zur Mutter in die Wohnung, sondern alleine im Apartment. Ja, und das ist das erste Mal für mich in Israel, dieses ganze Wo wird es sein? In Tel Aviv? Tel Aviv, oder? Und die Mutti darf nicht kommen und ihr dürft euch nicht knutschen? Nein. Das ist wirklich Wahnsinn, oder? I mean, it's gonna be strange, but and I waited and didn't go this whole time. I stayed in Germany, and I couldn't wait anymore. Sonst alle anderen sind schon geimpft zu Hause, nur du nicht. Wir wünschen alles Liebe und Gute für die Karriere und privat. Da gibt's bestimmt auch einen Freund in München. Was macht der? He was in he worked as in a hotel. Hotel management, and now obviously tourism. Tourism and art, we're very lucky. So the culture and tourism are both not doing very well right now. Aber im Prinzip immer fremde Orte und flexibel auch, sein. Aufgewachsen ist nicht gerade so gut für eine Gemeinschaft und vielleicht auch mal an Kinder denken. Is my mother listening somewhere? Did she ask you to ask me this question? Yeah. We wait a bit. Yeah, okay. So, wir
freuen uns, wenn wir Sie beim Mainzer Musiksommer hören dürfen im August dann nochmal. Und dann vergebe ich nochmal den Preis Villa Musica Stern vor Publikum, denke ich. Yeah. Und wir werden hoffentlich rein vokal veranstalten können, also wir, die Villa Musica. Mhm. Die Pläne sind gemacht, die Konzertprogramme stehen und sollen wohl noch im Mai veröffentlicht werden. Das wäre dann für Ende Juli, August. Mhm. Und ich hoffe, dass ich Burgenklassik präsentieren darf im Juni und überhaupt, dass so wunderschöne Konzertorte wie die Villa Sachsen in Bingen wieder zum Klingen gebracht werden und zum Leben erweckt. Danke, Shira. Thank you. Es war schön mit dir. Vielen, vielen Dank.